Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Stefan und ich möchte euch heute in diesem Lightroom-Tutorial mal zeigen, wie man einen Vintage-Look erzeugen kann. Das ist jetzt ein normales Hochzeitsbild, was ich mal gemacht habe. Und mit einem Vintage-Look drüber gelegt, sieht das Ganze ungefähr so aus. Wenn ihr daran Interesse habt, dann viel Spaß dabei. Bevor ich mit dem Tutorial anfangen möchte, wollte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass es ab sofort einen Newsletter von mir gibt, den ihr kostenlos abonnieren könnt. Und das Tolle dabei ist, was sich ja auch viele gewünscht haben, ihr bekommt ab sofort die RAW-Dateien kostenlos zum Mitarbeiten bei diesen Tutorials mit dazu. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, diesen Newsletter zu abonnieren, denn dann schicke ich euch wöchentlich einmal ein Newsletter zu mit dem entsprechenden Download-Link zu den RAW-Dateien. Also ab nächster Woche wird es dann damit losgehen. Tragt euch auf jeden Fall in den Newsletter ein. Es werden auch noch andere Dinge geschickt an euch, die vielleicht nützlich sein können zu anderen Tutorials, Tipps und Tricks und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Newsletter mal zu abonnieren. Ich werde natürlich keinen Spam dort veröffentlichen, sondern nur nützliche Tipps zum Thema Fotografieren und Photoshop und Lightroom. Den entsprechenden Link zum Newsletter poste ich nochmal unten in der Infobox oder hier direkt auf dem Screen. Wenn ihr mit dem Handy oder dem Tablet schaut, dann könnt ihr das wahrscheinlich nicht sehen. Dann guckt einfach unten in die Infobox. Ansonsten hier direkt auf dem Screen. Nun lasst uns aber starten mit unserem eigentlichen Tutorial-Thema, dem Vintage-Look erzeugen in Lightroom. Und ich werde einfach mal beginnen, indem ich wieder die Tiefen etwas aufhelle und die Lichter etwas abdunkel. Bei Porträts mache ich das allerdings sehr viel geringer als bei Landschafts- oder Städteaufnahmen. Und von daher gehe ich hier einfach mal auf so ungefähr plus 40, minus 30. Das sieht schon ganz gut aus. Von der Belichtung her passt das auch ganz gut. Und was als nächstes kommt, dass ich die Klarheit wieder etwas runtersetzen werde, um so einen verträumten Look wieder zu bekommen, über den ich schon oft gesprochen habe. Und um dann einen Farblook über das ganze Bild rüber zu legen, da müssen wir noch eine bestimmte Voraussetzung erfüllen und das ist das ganze Bild etwas zu entsättigen. Und deswegen werde ich jetzt sowohl die Dynamik als auch die Sättigung an sich auf ungefähr minus 15 setzen. Und so können wir dann besser einen Farblook später rüberlegen. Jetzt werde ich allerdings das Bild noch etwas nachschärfen und ein paar kleine weitere Korrekturen noch durchführen, was ich immer mache. Und das Ganze wird hier wieder auf ungefähr von einem Betrag von 80 gestellt. Ich werde das Ganze wieder etwas ausmaskieren mit gedrückter Alt-Taste. Alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Und so sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Ich werde noch weiter runtergehen, die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Wenn ihr ganz neu in Lightroom seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf meinen Kanal vorbei, denn dort sind auch weitere Lightroom-Tutorials zu sehen, wo ich genauer erkläre, was diese ganzen Regler hier eigentlich zu bedeuten haben und was die machen. Schaut da, wie gesagt, einfach vorher mal vorbei und dann kommt ihr wieder her. Und dann werde ich mir als nächstes mal die Gradationskurve anschauen und hiermit ein wenig arbeiten. Ganz wichtig für den Anfang, schaltet den Kanal auf RGB, denn wir wollen jetzt die gesamten Tiefen im Bild etwas noch aufhellen, indem wir hier einfach ganz unten anfassen an diesem Regler und den auf ungefähr die Hälfte bis zum ersten Viertel, bis zur ersten Viertellinie ziehen. Und das gleiche machen wir mit den Lichtern. Die ziehen wir nämlich runter, auch ungefähr bis auf ein Viertel, bis auf die Hälfte von der ersten Viertellinie. So, jetzt ist das ganze Bild noch flauer geworden. Das soll natürlich nicht so bleiben, das sieht jetzt nur auf den ersten Moment erstmal so aus. Aber so ein Vintage-Look entsteht schon dadurch, dass wir halt relativ wenig Schwarzwerte im Bild haben und dass diese Schwarzwerte halt besonders aufgehellt werden. Ein wenig Kontrast wollen wir aber natürlich trotzdem im Bild belassen und deswegen werde ich jetzt hier auf der ersten Viertellinie von der vertikalen hier einfach mal noch einen Punkt setzen und diesen ganzen Punkt wieder etwas herunterziehen. Und genauso werde ich das hier oben machen, nur in die andere Richtung. Und dadurch entsteht wieder so eine kleine S-Kurve, nur halt, dass die beiden äußeren Punkte jeweils etwas nach oben bzw. nach unten verschoben worden sind. Jetzt haben wir einen immer noch flaues Bild, aber trotzdem wieder mit etwas mehr Kontrast. Und jetzt schauen wir uns mal den Blaukanal hier unten genauer an, denn jetzt beginnt nämlich das Einfärben des Fotos. Und ich werde jetzt genau wie gerade eben schon im RGB-Kanal, dem Blaukanal, werde ich auch die Tiefen etwas anheben und die Lichter etwas abdunkeln. Wenn die Tiefen angehoben werden im Blaukanal, dann färben sich die Tiefen auch blau ein. Wenn die Lichter abgedunkelt werden, dann färben sich die Lichter in einem gelblichen Ton ein. Und das ist schon ein ganz cooler Look, den man ganz gerne im Film auch verwendet oder auch bei Fotos.
Und so gefällt mir das schon ganz gut. Ich werde jetzt hier auch hier wieder noch so eine kleine S-Kurve einbauen, einfach um ein bisschen mehr Kontrast im Bild zu haben. Und jetzt werde ich noch in den Rotkanal gehen und hier in der Mitte einmal anfassen und wirklich ganz, ganz sachte noch ein ganz klein bisschen Rot mit reinbringen. Das ist schon fast zu viel, also man muss es hier wirklich ganz sachte machen. Und so gefällt mir das schon sehr gut. Jetzt gehe ich noch mal ein Stück weiter runter. Die Farbe im Bild gefällt mir schon ganz gut. Und ich möchte jetzt noch eine kleine Vignette einbauen, denn das gehört zu so einem Effekt definitiv auch mit dazu. Deswegen gehe ich hier einfach auf den Betrag auf minus 25. So haben wir eine schöne Vignette noch außenrum. Und außerdem werde ich hier noch ein bisschen Körnung einführen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, du bist immer so drauf aus, möglichst wenig Rauschen im Bild zu haben. Aber bei so einem Vintage-Look, da muss es einfach ein bisschen Körnung haben, denn diese alten Filme, ihr wisst es selber, da hat es deutlich mehr gerauscht und genauso müssen wir das halt auch machen hier. Hier kommt jetzt nochmal der Vorher-Nachher-Vergleich, wie das ganze Bild vorher aussah und dann natürlich mit dem Vintage-Look. Das Tolle bei diesen Looks ist, dass ihr die verändern könnt, wie ihr wollt. Also ihr müsst es jetzt nicht genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ihr könnt an den Reglern rumstellen, wie ihr wollt, ob nun doller oder schwacher, dieser ganze Effekt. Ihr könnt die Farbe verändern, indem ihr hier in den entsprechenden Kanälen einfach was anderes einstellt. Ihr könnt es genau andersrum machen, wie ihr das gerne möchtet. Da sind euch tausend Möglichkeiten offen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu weiteren Videotutorials, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich wollte demnächst sowieso gerne mal ein Fragen-Antworten-Video machen. Also wenn ihr Fragen habt zu Lightroom, zum Fotografieren, zum Equipment und so weiter, stellt sie einfach unten in die Kommentare. Ich werde mir die alle mal aufschreiben. Demnächst wird dann dazu ein Video kommen, wo ich all diese Fragen mal beantworte für alle Leute, dass auch wirklich alle Leute was davon haben. Wenn ihr die Videos der letzten Woche noch nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall hier nochmal auf die rechte Seite. Da ging es einmal darum, in Lightroom ein Tagfoto zu einem Nachtfoto umzuwandeln. Und die Woche davor ging es darum, wie man Fotos optimal für Facebook abspeichert, um sie dann hochzuladen. Also, wie gesagt, abonniert auf jeden Fall den Newsletter, um alle RAW-Dateien kostenlos in Zukunft zu bekommen, um mitarbeiten zu können live während des Videoschauens. Und viel Spaß beim Bearbeiten eurer Bilder. Bis dann!